Es geht um das Thema Selbstoptimierung, Disziplinierung, gute Vorsätze. Die eigentliche Botschaft bei dem ist, es klappt ja sowieso nicht. Wenn ich einen guten Vorsatz habe, heißt es ja, ich kriege das ja sowieso nicht hin. Das heißt, alle, die sich dorthin bewegen wollen, gute Vorsätze, Selbstoptimierung, scheitern. Und durch das Scheitern, was sie ja kreieren, werden sie immer angespannter. Das kann man zum Beispiel in Sportstudios ganz gut sehen. Die optimieren sich alle und mittlerweile laufen die alle rum wie Bioroboter. Die schalten sozusagen ihr Herz ab. Die Seele wird abgeschaltet. Weil man ja denkt, dass wenn man das jetzt so macht, weil das ja alle so machen, dass das alles gut ist und dass es gut ist auch noch. Wenn man was erreichen will, also egal, wenn man einfach zum Beispiel sportlich sein will, dann geht es nicht übers Wollen, sondern dann geht es nur dadurch, dass das Bedürfnis da ist. Also wenn ein Bedürfnis da ist und nicht was Vorgegebenes, was von außen ist, dann ist es erfolgreich, weil dann bist du in deiner Zeit. Wenn du dich nach anderen, deren Bedürfnissen richtest, weil jetzt Sport gerade Mode ist, gehe ich jetzt auch ins Sportstudio, dann erreichst du nur, dass du zwanghaft wirst. Und am Ende siehst du ganz toll aus, hast alles erreicht, tolle Ernährung, aber du wirst kein bisschen glücklicher. Weil alle Leute, die gut trainiert sind, wirken auf mich nicht glücklich. Weil Glück nichts mit guten Vorsätzen zu tun hat. Glück hat nichts damit zu tun, dass man sich optimiert. Sondern optimieren, gute Vorsätze, ist die Pest der alten Zeit. Das ist eine innere Diktatur, die man aufbaut und die man immer verlieren wird. Weil man ja die eigentliche Botschaft bei den guten Vorsätzen ist, ich scheitere. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht gut genug. Wenn du dies kreierst, ich bin nicht gut genug, verlierst du immer mehr deinen Selbstwert und bist am Ende ein Niemand mit einem ganz geringen Selbstwert. Und dann guckst du dir lauter Sendungen an, Brot- und Spiele-Sendungen, wo das wieder weitergetragen wird. Wie schlecht du aussiehst, wie fett du bist, wie hässlich du bist. Das sind alles Optimierungen, alles nach außen gerichtete Arbeiten, um den Leuten, um die Menschen im Grunde genommen vom Gefühl und vom Herzen wegzubringen und von dem, was sie sozusagen das Bauchgefühl auch nennen. Würden sie im Bauchgefühl sein, wäre diese ganze Kinderei dieser Brot und Spiele im Fernsehen, in den Medien, ja absurd. Weil der eine braucht für seinen Körper diese Erfahrung, der andere braucht diese Erfahrung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, er will gerne aufhören zu rauchen, dann kann man dem sagen, optimiere dich dazu, zwinge dich dazu, nicht mehr zu rauchen. Zwang, Zwang, Druck, Druck. Aber du hast dann wieder so einen Bioroboter, der das dann macht, weil man das jetzt so macht, weil das jetzt gesund ist. Aber was man nicht bedenkt ist, in diesen Zigaretten sind ja Suchtstoffe drin. Das heißt, das geht ins Unbewusste. Es greift in Bereiche, wo Nervosität ist, wo alte Geschichte ist, wo Unruhe ist, wo Stress ist, wo Dinge nicht aufgelöst sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel aufhören wollen würde zu rauchen und ich würde den trainieren als Trainer zum Beispiel, würde ich dem nicht sagen, du hörst jetzt auf zu rauchen, sondern ich würde ihm einfach nur mit dem Atemtraining machen, dass er seinen Atem wieder wahrnimmt. Über den Atem nimmt man seinen Körper wieder wahr. Man wird sich bewusster, man spürt sich besser. Und dann darüber verändert sich immer mehr, aber es verändert sich, weil man sich spürt, nicht weil man gute Vorsätze hat, weil man sozusagen gesund sein möchte. Weil gesund gibt es nicht, gesund sein wollen, das gibt es nicht. Das ist auch nur eine Erfindung. Sondern es gibt nur Dinge, die tun dir gut und es gibt Dinge, die tun dir nicht gut. Das spürst du, aber das ist bei jedem anders.
Und wenn der Raucher dann merkt, ihm tut es gut, weil das ist für ihn, es gibt Kulturen, da wird das Rauchen dafür verwendet, um sozusagen fast schon sphärische Reisen zu machen. Indianer, wenn Indianer miteinander sitzen, gibt es diese sogenannte Friedenspfeife. Das sind aber Stoffe, die die Leute in eine andere Situation, in einen anderen Gemütszustand versetzen, der fast schon was Spirituelles haben kann. Aus der Ecke kommt das Rauchen. Das Rauchen kommt nicht davon, jeden Tag 50 Zigaretten zu rauchen. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist reiner Konsum nur noch. Es ist komplett missbraucht worden, was das eigentlich, weil man damit eben Geld machen will. Man interessiert sich gar nicht dafür, was das Eigentliche dahinter steht. Das dahinter ist, dass das ein schamanischer Akt ist. Dass man damit was zelebriert. Mit Rauch, mit Feuer. Das bedeutet alles was. Das ist nicht einfach nur... Und sobald man das eben aber im Übermaß macht, kippt auch der innere Gemütszustand. Dann kommen diese Stressfaktoren und dann kommen diese Suchtfaktoren. Deshalb würde ich am Ende, wenn ich mit dem trainiere, den nur in sein Bewusstsein bringen, nur trainieren. Und wenn er dann feststellt, das tut ihm gut und er will das weitermachen, dann soll er es weitermachen. Und wenn er dann irgendwann aufhört, dann hört er auf, weil es von innen kommt, nicht weil er es sich vorgenommen hat. Und wenn er dann weitermacht, dann ist das seine Erfahrung, die er machen will. Dann ist das sein gutes Recht. Es steht uns nicht zu, jemanden zu verändern, in dem wie er ist, sondern die wichtigste Botschaft ist, aufzuhören mit guten Vorsätzen, aufzuhören, sich zu optimieren, weil das führt zu einer krankhaften Entmenschlichung. Man wird dann nur noch ein Roboter. Transhuman. Man agiert wie ein Roboter. Man läuft schon rum wie ein Roboter, weil man sich selber eigentlich dann nicht mehr spürt. Alle Leute, die sich so runterhungern, die musst du ja nur angucken, die wirken nicht zufrieden. Und die dann die tolle Show machen, die sind deshalb zufrieden, weil sie eine Million dafür bekommen. Die bekommen ja dafür Geld, dass sie so aussehen. Aber die quälen sich ja trotzdem dahin. Aber die zeigen immer die Belohnung. Aber die zeigen nicht die Arbeit dorthin. Und die Arbeit, wenn man sich Tänzer zum Beispiel anguckt oder Schauspieler in ihrer Ausbildung, wie die aussehen, und wenn man sie dann sieht, wenn sie erfolgreich im Beruf Geld verdienen, ja, dann sieht man den Unterschied. Man zeigt immer nur die Sonnenseite auch von giftigen, krankhaften Dingen. Von der Optimierung zeigt man die Sonnenseite, auch von den Zigaretten zeigt man nur die Sonnenseite. Und im Endeffekt ist alles selbst ausgesucht. Und wenn man wieder zurückkehrt zu den eigentlichen Traditionen des Rauchs, zum Beispiel gibt es ja auch... dass man mit Salbei Wohnungen räuchert, das hat eine ganz andere Bedeutung. Und das ist so das, was mir zur Selbstoptimierung kommt. Und jetzt geht es sogar schon so weit, dass man in den Atem eingreift durch die Gesichtsmaske. Das ist ein ganz großes Verbrechen. Das ist wieder eine Optimierung. Aufgrund einer Lüge. Und da greift man jetzt in den Körper direkt ein. Aber man hat auch schon vorher eingegriffen. Man hat die Leute dahin schon entwickelt. Durch Zigaretten greift er auch schon in den Körper ein. Und ganz viel Medizin greift in den Körper ein. Man klärt aber die Leute nicht darüber auf, sondern 10, 20 Jahre später sagt man, naja, es war ja doch nicht so das Richtige. Es war ja dann doch nicht so. Ja, und dann gibt es jetzt neue Lösungen. Wenn man sozusagen wieder zu sich kommen will, um zu wissen, was man wirklich will, macht es Sinn, dort anzufangen, indem man sich verabschiedet von den Optimierungen und indem man wieder sich fragt, sozusagen bei sich fragt, was brauche ich denn gerade, was will ich gerade und was ist gerade gut für mich. Und dass man dort wieder startet. Und das kann man einfach auch machen ohne Übung. Einfach auch, wenn man ganz tief durchatmet und sich fragt, was möchte ich heute? Und bei Biorobotern Menschen dauert es eine Weile, bis das sich wieder zeigt. Aber irgendwann kommt dann ein Impuls. Nee, ich hätte gerne schon mal heute wieder Eier gegessen. Ich hätte heute gerne Butter gegessen. Ich hätte gerne, dass man sich die Dinge erlaubt, weil alle Dinge, die man auch über die Selbstoptimierung macht,
da wird die Selbstoptimierung auch der Stolperstein, weil der Körper Angst hat, wenn er aushungert. Und dann entsteht ein Jojo-Effekt und dann nimmt man plötzlich zu, obwohl man abnehmen will, weil der Körper Angst hat, dass er umgebracht wird von dem Optimierer. Also man kämpft sozusagen gegen sich selbst. Die Optimierung führt dazu, dass man einen Krieg gegen sich selbst führt, den man niemals gewinnen wird. Weil diese Diäten in den Zeitschriften gibt es seit vielen Jahrzehnten und es hat überhaupt nichts gebracht. Nichts. Und man will nur nach außen einfach gut dastehen. Und die da außen, man steht da nur vor Leuten, da möchte man gut dastehen, die man eh nicht leiden kann. Mit denen man auch gar nichts anfangen kann. Die einem eh auch nur schaden. Und wenn es einen zufrieden macht, dass man im guten körperlichen Zustand sein will, reicht es, dass man jeden Tag eine Stunde spazieren geht und das wird fertig. Wenn man wirklich in Bewegung sein will. Es reicht, dass man einfache Gymnastik macht und dann ist man auch da. Und es reicht auch im Endeffekt, dass man nur zweimal die Woche für seinen Körper was tut und das über viele Jahre und dann merkt man, dass man ganz anders drauf ist. Aber es ist immer wichtig, dass man sich mitnimmt und sich nicht darüber verleugnet, weil man so fett und hässlich ist. Weil das bringt ja gar nichts. Weil man fängt dort an, wo man ist und man wünscht sich eine bestimmte Welt, aber die darf nicht daraus kommen, das, was da außen ist, sondern was einen selbst motiviert, was einen selbst interessiert.